Es ist kurz vor 5 Uhr morgens. Ringsum liegt die Welt noch im Tiefschlaf. Aber wir stehen fröstelnd bei Temperaturen knapp über Null auf einem zugigen Bergrücken. Wir sind nicht die einzigen Frühaufsteher. Und auch wenn's um diese Uhrzeit immer schwer fällt, wir haben viele gute Gründe für diesen zeitigen Aufstieg bis in 2000 Meter Höhe. Auf diesen Tag nämlich und auf diesen Panoramablick haben wir uns schon sehr lange gefreut. So eine Frühschicht ist ja prinzipiell keine Seltenheit, wenn das Biwak-Team ausschwärmt zu neuen Abenteuern. Wir wissen einfach, dass die Berge im Licht des Morgens immer ein ganz besonderes Erlebnis sind. Und von diesen Bergen hier werden wir ja auch nicht zum ersten Mal verzaubert. Kennen Sie dieses Gefühl vielleicht, wenn Sie sich irgendwann ganz plötzlich an eine große alte Liebe erinnern und aus dieser Erinnerung Sehnsucht wird? Wenn Sie wissen wollen, wie es ihr geht Jahre später, wie sie vielleicht aussieht und wie es sich wohl anfühlt, wenn man sie wieder sieht, diese große alte Liebe. Aus genau diesem Grund sind wir aufgebrochen in die Berge des Ostens. Und ich begrüße Sie hier aus luftiger Höhe zu unserem neuen Biwak-Abenteuer. Wir sind zurück in den Bergen der geliebten Tatra. Vielleicht sind die Erinnerungen ja schon ein bisschen verschwommen, aber dieses zackige Panorama, das kennt wahrscheinlich fast jeder, der gern im Osten wandert und auf die Berge klettert. Vor allem kennen es jene, die vor 1989 gar nirgends anders hin konnten, wenn sie alpine Gebirgsluft schnuppern wollten. Hier, an den schönen und schroffen Gipfeln von Krivan, Risi und Wysoka war das möglich, im kleinsten Hochgebirge der Erde. Schon in den 60er und 70er Jahren haben Spitzenbergsteiger aus Sachsen und Thüringen hier schwindelerregende Wände durchstiegen. In der Hoffnung, dass sie ihr Können irgendeines Tages vielleicht auch einmal an den höchsten Bergen der Welt zeigen dürfen. Den Otto-Normaltouristen ging es eher um den Wandergenuss in der Hochgebirgslandschaft. Meistens waren wir im Sommer hier oder im goldenen Herbst. In der kalten Jahreszeit war und ist das Erlebnis Tatra immer ein bisschen rauer und abenteuerlicher. Aber wir wollen ja hier nicht nur in alten Erinnerungen kramen, sondern uns endlich mal eine Ecke anschauen, die wir in all den Tatra-Jahren noch nie besucht haben, weil es uns immer wieder nur in die hohe Tatra gezogen hat und wir, wie so viele andere auch, die Sapandi-Tatri, die West-Tatra, im wahrsten Sinne des Wortes links liegen gelassen haben. Das schauen wir uns zunächst mal auf der animierten Karte an. Direkt an der polnisch-slowakischen Grenze die Gipfel der Hohen Tatra als höchste Erhebung im Karpatenbogen und links davon, also westlich, die kleine Schwester, die West-Tatra. Ein markanter Gebirgskamm, der über weite Strecken auch Höhen von mehr als 2000 Metern erreicht. Dort oben, genau auf dem Kamm, sind wir unterwegs. Eine kleine Wandergruppe, bunt gemischt. Neben dem Biwak-Team Ralf Brummer in der roten Jacke, ein Bergsteiger aus Leipzig, fast 70 schon, mit viel Erfahrung in der West-Tatra. Tomasz mit dem Stirnband arbeitet für die slowakische Bergwacht und Marco, der hier das Schlusslicht bildet, das ist ein guter alter Bekannter aus Thüringen,
der hier in den Bergen der Slowakei seine zweite Heimat gefunden hat. Zwischenetappenziel. Ist mir eine Ehre, Herr Pomo. Haben wir ein Glück mit dem Wetter. Marco hatte die Idee für diese Kammtour, die uns schon am ersten Tag die bergbegeisterten Herzen höher schlagen lässt. Schaut euch um, ne? An so einem Tag, früh morgens hier oben zu sein, ist der Wahnsinn. Westtatra ist für mich schöner als die Hohe Tatra, ist größer, du hast weniger Menschen hier, du hast mindestens genauso anspruchsvoll, der gesehen. Und das ist nicht nur die Westtatra. Ne? Hinter uns ist das Rotschgebirge, die große Fatra, die kleine Fatra. Es sind so viele tolle Gebirge, wo man viel weniger Menschen hat. Schöne Natur, genau wie in der Hohen Tatra auch. Und man sollte die anderen Gebirge definitiv auch besuchen in der Slowakei. Ne? Wenn du das sagst, machen wir das gern. Schließlich bist du hier in diesen Bergen zu Hause. Seit 20 Jahren lebt Marco Weiß schon in der Slowakei und er hat hier nicht nur eine Familie gegründet, sondern auch eine alte Berghütte am Südhang der niederen Tatra gekauft, die er gerade modernisiert und ausbaut und die wir für unsere Filmexpedition dankenswerterweise als Basislager nutzen dürfen. Wenn unser Gastgeber gerade mal nicht auf der Bauleiter steht und am Gemäuer oder am Dach der alten Chata werkelt, dann arbeitet er hier in der Mittelslowakei als Reiseveranstalter und als Wanderführer. In dieser Funktion haben auch wir ihn kennengelernt. Vor 5 Jahren war das, bei einer gemeinsamen Skitour über den Kamm der niederen Tatra. Unterwegs hat uns Marco seine Lebensgeschichte erzählt, von seinem Vater, der im Thüringer Kali-Bergbau gearbeitet hat, von seiner eigenen Reiselust, den ersten Ausflügen in die große, weite Wanderwelt und schließlich von der Begegnung mit einer slowakischen Deutschlehrerin auf Mallorca, die heute seine Ehefrau ist. Und weil er sich nicht nur in seine Mirka, sondern auch in deren Heimat verliebt hat, stand schnell fest, Marco wandert aus. Ostwärts in die Berge der Slowakei. Mir hat die Landschaft gut gefallen. Das war mit so das Erste. Das Wohlstandsgefühl oder Sicherheit, was man in Deutschland sicherlich hat, mehr als in anderen Ländern, das war mir nie so wichtig. Für mich war wichtiger, da zu leben, wo ich mich persönlich wohlfühle, wo ich mir vorstellen kann, mit meiner Frau, mit meinen Kindern gut aufzuwachsen, dadurch eine gute Lebensqualität zu haben. Nicht unbedingt auf das Geld jetzt Wert zu legen, sondern für mich waren die Dinge wichtig wie Natur, wie die Menschen hier, wie sie sind, die Gastfreundschaft, die Hilfsbereitschaft und das habe ich halt alles hier gefunden. Ja. Und ich will nicht wieder weg. Deswegen auch nicht mehr nur das Reisebüro unten in der Stadt, sondern neuerdings auch diese kleine Chata als Ausgangspunkt für ausgedehnte Touren in die umliegenden Berge. Egal, ob mit Skiern, auf dem Fahrrad oder in Wanderstiefeln. Und das ist das, was es mir persönlich am meisten gefallen hat, diese unheimliche Vielfalt, die ich habe. Ich kann jeden Tag was anderes machen und das ist das eine. Und das andere ist, dass es halt hier noch nicht so viele Menschen gibt, also so viele Touristen. Ich bin jetzt kein Menschenhasser, um Gottes Willen, aber es ist halt so, dass man hat hier noch den echten, den authentischen Tourismus. Die Leute sind einfach noch nett, weil sie noch nicht verbraucht sind. Seine alte Berghütte, die Chata Kamila, soll nach der Renovierung eine Herberge für Touristen werden. Bis dahin ist noch viel zu tun. Wir packen gern mit an. Schließlich dürfen wir ja in dem alten Gemäuer auch schon mal Probe liegen. Ich lass mal kurz los, Marco. Alles gut. Aber das ist ein zu schönes Bild. Oder eben wahlweise Probe sitzen. Während wir beim Subotnik mit zufassen, erzählt uns Marco von seinen Visionen über einen nachhaltigen Tatra-Tourismus. Und bei der Gelegenheit fragen wir natürlich auch neugierig nach, was er denn für Pläne mit dem altertümlichen Skilift am Hang vor der Hütte hat. Wenn wir Naturschnee haben, dann haben wir den, dann werden wir den präparieren. Wir haben auch, wie sagt man, so ein Pistenbully, so einen alten, 30 Jahre alten, der ist genial, das Ding, aber der funktioniert super.
Mit dem werden wir die Pisten dann spuren. Und wir legen aber auch ein weiträumiges Langlaufloipennetz hier an, ne, zwischen den verschiedenen Ortschaften. Das ist mit so der Schwerpunkt im Winter, wenn wir guten Schnee haben. Aber wenn nicht, ist das nicht schlimm, weil wir leben auch vom Frühling, Sommer und vom Herbst. Da haben wir eigentlich unsere Hauptsaison, weil da kommen die Leute hierher zum Wandern, zum Radfahren, zum Pilze suchen, Kräuter sammeln und mieten dann diese ganze Hütte. Ne? Und weil das alles noch nicht genug Arbeit ist, hast du dir auch noch eine Schafherde an Land gezogen. Da gibt es noch ein paar Schafe hier, das sind so knapp 300, genau. Habt ihr heute schon gesehen, die laufen hier oben herum. Und ja, das gehört einfach dazu. Ne? Das ist Landschaftspflege einerseits, hilft uns natürlich, dass wir nicht jeden Monat die Wiesen mähen müssen. Und natürlich liefern die Schafe auch mit eines der bekanntesten Produkte aus der Slowakei, Schafskäse, Schafsmilch in allen möglichen Formen. Weil er sich darum nicht auch noch selbst kümmern kann, beschäftigt Marco einen erfahrenen Schäfer aus dem Nachbardorf Horní Lechota. 76 Jahre ist Felix alt, noch immer gut zu Fuß, aber einer der letzten seiner Zunft hier in der Umgebung. Auch in der Slowakei ist eben nicht alles für die Ewigkeit. Keine zwei Autostunden von der idyllischen Camila entfernt, geht's nicht mehr ganz so gemütlich zur Sache. Gemeinsam mit Marco und unserem Team sind wir auf dem Kamm der Westtatra unterwegs. Ein Gebirgszug, den man leicht unterschätzt, wenn man aus der Ferne auf seine grünen Hänge und die buckligen Grate schaut. Mittendrin sieht's nämlich schon ganz anders aus. Wir merken schon am ersten Wander- bzw. Kraxeltag, dass der Kammweg hier oben weit anspruchsvoller ist als beispielsweise die simplen Kletterpassagen zum Risi-Gipfel oder über den Prinzensattel drüben in der Hohen Tatra. Aber zum Glück haben wir neben dem Marco ja noch einen dabei, der dieses Gebirge gut kennt. Ralf Brummer aus Leipzig, der Mann in der roten Jacke. Der hatte uns schon vor dem Start lachend prophezeit, dass wir oben am Kamm immer mal die Hände aus den Taschen nehmen dürfen. Spannende Kletterpassagen, oft am Drahtseil, immer auf und ab. Jetzt, im Sommer, gibt's hier genug zum Festhalten. Aber Ralf und seine Kameraden haben diesen Grat mit Vorliebe bei Eis und Schnee begangen. Warum war das früher zu DDR-Zeiten für euch und mit wem irgendwie ein Muss, dass man hier im Winter drüber musste? Ja, das war eine Herausforderung, ein gutes Training für andere Hochgebirge und eine gute Gelegenheit, die eigene Ausrüstung auszuprobieren. Und warum geht das nicht im Erzgebirge oder in der Sächsischen Schweiz? Was ist der Charakter dieses Gebirges? Warum war das so beliebt und gefürchtet zugleich? Ja, man ist doch sehr einsam hier. Man kann nicht schnell auf Hilfe hoffen. Es sind keine Hütten, in die man so leicht absteigen kann. Und es ist schon eine echte Herausforderung, auch wettermäßig. Und genau das hat sie gereizt damals. Die abenteuerhungrigen Bergsteiger aus Leipzig, die mit der Eisenbahn und mit dem Bus gen Osten gereist sind, um es zu spüren. Das raue Klima auf diesem alpinen Kamm, der ähnlich wetteranfällig ist wie gleich nebenan, die Gipfel der Hohen Tatra. Noch heute gilt die Wintertraverse der Westtatra als ein ernstzunehmendes Unterfangen, bei dem wirklich nur hartgesottene Alpinisten durchkommen. Ralf Brummer hier in der Bildmitte ist mehrfach durchgekommen. Fotografiert hat damals in den 80er Jahren Erhard Klingner. In sächsischen Bergsteigerkreisen auch kein ganz unbekannter Name. Kilogramm waren die Kraxen damals schwer, selbstgenäht zum Teil oder eigenhändig optimiert für den Einsatz im Hochgebirge. Auch die Steigeisen für die felsigen Passagen wurden manchmal noch in Großvaters Werkstatt geschmiedet und mit kleinen Riemchen um die Lederstiefel geschnürt. Nicht zu vergessen, mit der Orientierung war es in den 70ern und 80ern noch lange nicht so komfortabel wie heute. Detailliertes Kartenmaterial war kaum zu bekommen. Die Sachsen sind mit abfotografierten Handskizzen durch dieses Gebirge marschiert. Bei einer der ersten Vorbereitungen hatte ein Sportfreund von uns die Tour im Sommer gemacht
und hatte das kartiert, im Grunde genommen mit Kompass und Marschrichtungszahlen. Und wir haben die Skizzen dann genommen für die Winterüberschreitung. Leider war es so, dass es zwei verschiedene Kompen gab. Der eine hatte 360 Grad, der andere hatte 400 Grad. Und der eine war linksorientiert und der andere rechtsorientiert. Und wir hatten also leider nicht den gleichen Kompass wie unser Sportfreund vom Sommer. Das haben wir am Anfang aber gar nicht gemerkt. Erst als das Wetter schlecht wurde und Nebel war und wir nach Karte gelaufen sind, haben wir es dann total verfetzt hier im Gebirge. Wir sind nach Polen abgestiegen. Ging das damals nach Polen abzusteigen? Es gab ja auch Zeiten, wo das mit dieser Grenze, auf der wir uns ja hier dann auch zeitweise bewegen, gar nicht so einfach gewesen ist. Das ist ja nochmal eine separate Geschichte. Ja, aber im Winter ist man hier alleine, das hat keiner gemerkt. Und das passiert im Sommer nur äußerst selten hier oben. Es sei denn, man ist so wie wir noch bis in den frühen Abend auf diesem Kamm unterwegs. Eine ganze Woche haben die Sachsen im Schnee damals gebraucht, um die gesamte Westtatra zu traversieren. In der warmen Jahreszeit schafft man das bei gutem Wetter und mit strammen Waden in 2 oder 3 Tagen. Wir haben 4 geplant, weil wir ja unterwegs noch jede Menge filmen wollen. Und weil es am gesamten Kamm nur eine einzige erreichbare Hütte gibt, wollen und müssen wir irgendwo oben am Grat bivakieren. Wir schleppen die überdimensionierten Expeditionsrucksäcke also nicht zum Spaß durch die Weltgeschichte. Während Carsten, unser Tonmann, in einer kleinen Scharte eine halbwegs ebene Fläche gefunden hat, um seine Isomatte aufzupumpen und auszurollen, sucht der alte Hase den Windschatten. Ralf Brummer versucht, den Hang auf der Lehseite ein bisschen zu begradigen. Er weiß von seinen Tatra-Expeditionen, wie ungemütlich es hier oben manchmal werden kann. Wir haben einerseits Sturmnächte erlebt, auch schweren Schneefall, Nebel erlebt. Und wenn man dann im Zelt liegt und nachts mehrfach raus muss und das Zelt freischütteln muss oder befreien muss vom Schnee, ist unangenehm. Wir haben aber auch oft in Schneehöhlen übernachtet. Und das war komfortabler. Wir können nur erahnen, wie sehr es hier oben im Winter pfeift. Aber um uns halbwegs auszumalen, wie die Leipziger gekämpft und gefroren haben, müssen wir uns nur die alten Fotos anschauen. Die Suche nach einem windgeschützten Schlafplatz hat oft Stunden gedauert. Und jeden Abend mussten Schneeziegel ausgestochen werden, um eine Schutzmauer gegen den Wind zu errichten. Ähnlich wie bei einer Grönland-Expedition. Wer selbst mal mit dem guten alten Battelkocher unterwegs war, der ahnt wahrscheinlich auch, wie beschwerlich allein die Zubereitung einer simplen Tütensuppe oder einer heißen Schokolade gewesen sein mag. Und selbst wenn die Leipziger mal eine Schneehöhle buddeln konnten, in den selbstgenähten Daunenschlafsäcken haben sie so manche Nacht jämmerlich geklappert. Ich kann mich entsinnen, an eine Nacht, da hatten wir, glaube ich, minus 30 Grad. Und im Zelt, das war schon ganz heftig. Wir haben dann wirklich alles angezogen, was wir hatten und haben noch den Rucksack über die Beine gezogen, damit wir die Nacht irgendwie überstehen. Na, so schlimm wird es uns ja hoffentlich nicht erwischen. Beim Biwak auf dem Kamm, mit dem wir uns übrigens, das sei ganz ausdrücklich erwähnt, in einer Grauzone bewegen. Wir sind hier schließlich mitten im Nationalpark. Offiziell ist es verboten, muss man so ganz klar sagen. Aber natürlich, wenn man unterwegs ist und man hat keine Chance mehr runterzukommen, dann wird es auch geduldet. Ja? Dann kann man auch da bleiben. Ja? Man sollte sich auch darauf einrichten. Ist es vielleicht auch so ein Verbot, mit dem man nur, sage ich mal, Wochenendtouristen fernhalten will, die hier mit einem Kasten Bier hochkommen, wie das zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz auch in den Berufen immer mehr üblich wird? Sicher, klar. Hast du absolut richtig gesagt, weil man will so einen Tourismus hier oben unterbinden, wo die Leute hochkommen und hier oben eine Party feiern, ne, weil wir sind mitten im Nationalpark, hier gibt es viele schützenswerte Sachen, aber für einen normalen Wanderer oder jemand, der eine Trekkingtour macht und der einfach keine andere Möglichkeit hat, runterzukommen, toleriert man das vollkommen, wenn die sich hier oben vernünftig verhalten, ne, wenn die ihren Müll wieder mitnehmen, wenn die keinen Schaden anrichten, dann ist das absolut okay. Ein heißes Süppchen und ein kräftiger Tee.
Wer seine Verpflegung selbst durch die Berge schleppt, der lebt genügsam. Das Wetter ist so lala. Aber ehe wir ins Tal hinab und morgen wieder hinaufsteigen, wickeln wir uns doch lieber hier oben in die Schlaf- und Biwaksäcke. So, Freunde. Auf das ist eine trockene Nacht bleiben möge. Schlaft gut. Bis nachher. Der Wettergott hat ein Einsehen, diesmal noch. Es bleibt nicht nur trocken, es gibt auch allerhand zu sehen. Am Sommerhimmel über der Tatra. Auch unser zweiter Wandertag beginnt lange vor Sonnenaufgang. Und wieder belohnen uns die Berge mit einem sehenswerten Farbenspiel. Der Weg selbst bleibt anspruchsvoll und ausgesetzt. Links geht's fast 1000 Meter senkrecht hinunter nach Polen. Wir bewegen uns hier in den Ketten genau auf der Grenze zwischen der slowakischen und der polnischen Tatra. Und während wir uns hier so durch die Granitfelsen hangeln, sind wir noch einmal mehr froh, dass die letzte Nacht trocken geblieben war. Denn wenn es hier schmierig oder gar eisig wird, dann kann aus der Genusstour ganz schnell auch mal ein Himmelfahrtskommando werden. Bergauf und bergab, unablässig sind wir hier oben am Kraxeln. Die Steilaufschwünge auf dem Grat haben es in sich. Trikopi werden sie genannt, die drei steilen Zacken auf diesem Kammabschnitt. Und als wir die überwunden haben, da lockt uns dann doch mal zwischenzeitlich das Tal. Wir sind auf dem Smutne Sedlo. Hier ist diese einzige Kneipe, die es gibt am Kamm der Tatra. Die sollten wir uns gönnen. Vielleicht kriegen wir dort ein frisch gezapftes Bier oder noch ein bisschen mehr zum Futtern. Von dir müssen wir uns leider schon verabschieden. Du wirst morgen nicht mehr dabei sein, weil trotz deiner 70 Jahre in Leipzig die Arbeit ruft, du bist immer noch berufstätig. Du kannst den Hintern nicht ruhig halten. Ich kann es nicht lassen. Ich bin als Freiberufler noch unterwegs. Okay, dann drücken wir die Daumen, dass das noch eine ganze Weile so bleibt, dass wir uns vielleicht auch bei Biwak mal wiedersehen. Danke, dass du hier dabei warst. Danke auch Ihnen natürlich, dass Sie zugeschaut haben, dass Sie uns hier die Daumen gedrückt haben. Morgen geht's weiter mit dem Biwak-Abenteuer in der Slowakei. Wäre schön, wenn Sie auch dann wieder dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut. Wir trollen uns mal talwärts. Ha ha ha!